Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht es um das Thema XXL-Balkonkraftwerke oder was dabei generell zu beachten ist, falls ihr ein paar mehr Panels an euren Wechselrichter anschließen wollt. Ich sage gleich vorweg, das ist jetzt kein hochwissenschaftliches Video. Ich werde da jetzt nicht jede mathematische Formel hier komplett runterrattern, aber so ein paar Infos zum Thema grundlegende Physik werde ich dann schon mal wiedergeben. Vielleicht erstmal grundlegend zum Thema Balkonkraftwerk. Falls ihr einen Wechselrichter habt, zum Beispiel einen 600 Watt oder 800 Watt Wechselrichter, was auch immer, und ihr habt da an jedem Eingang ein Panel dran, dann müsst ihr euch da erstmal keine Sorgen machen. Interessant wird es dann, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt 4 Panels zum Beispiel und möchte an jeden Eingang von meinem 600 Watt Wechselrichter jeweils 2 Panels anschließen. Und dann stellt sich immer die Frage, muss ich die parallel anschalten, muss ich die in Reihe schalten, was ist dabei zu beachten und so weiter. Und um diese Themen möchte ich heute mal ein bisschen Aufklärung betreiben, weil ich das ja selber hier auch schon ein bisschen rumexperimentiert habe. Vielleicht erstmal grundlegend, wie wird der Strom erzeugt? Es gibt eine Betriebsspannung an den Solarpanels und wenn die Sonne drauf scheint, entsteht daran dann irgendwann der Strom und die Betriebsspannung, also Spannung mal Strom, ergibt halt die Leistung und das, was dann tatsächlich erzeugt wird. Ganz vereinfacht dargestellt, steinigt mich nicht, wenn ihr jetzt Physiker seid. Auf jeden Fall, Stromstärke und Spannung sind die beiden Werte, die ihr halt beachten müsst. Weil es ist nämlich so, jeder Wechselrichter kann eine gewisse Spannung ertragen und eine gewisse Stromstärke an seinem Eingang. Und das müsst ihr halt beachten. Grundlegend festhalten müsst ihr, wenn ihr eure Panels parallel schaltet. Ne? Also Parallelschaltung heißt, ihr habt 2 Panels und ihr verbindet die beiden Pluspole über so ein Y-Kabel. Das ist jetzt theoretisch für 3 Panels und das heißt dann Plus auf Plus und das Minus und Minus werden miteinander verbunden und dann am Ende werden dann quasi die beiden Enden, ne, die gehen dann quasi in den Wechselrichter rein, sodass wir sozusagen 2 Panels am Plus und 2 Panels am Minuspol hängen. Dann habt ihr die Dinger parallel geschaltet. Und wenn ihr die Dinger in Serie schaltet, also in Reihe schaltet, dann bilden die quasi eine Kette, so wie man das jetzt hier sehen kann. Ne? Das heißt, das Plus geht ins Minus von dem einen und dann geht das Plus auf der anderen Seite in den Wechselrichter und das Minus von dem anderen Panel auch in den Wechselrichter. Das ist also quasi wie so eine lange Schlange, eine lange Kette. Und der Unterschied dabei ist, wenn ihr die Panels parallel schaltet, dann bleibt die Spannung, die in diesem Stromkreislauf ist, also in diesem Stromnetz ist, die bleibt dann gleich. Nur die Stromstärke verändert sich und die ist davon abhängig, wie viel Sonne auf die Panels kommt. Bei der Reihenschaltung ist das andersrum. Da addieren sich die Spannungen der Panels. Also wenn ihr 5 Panels mit 30 Volt habt, dann habt ihr am Ende 150 Volt zum Beispiel. Ja? Und da bleibt aber die Stromstärke immer konstant. Das ist insofern nämlich relevant. Also jeder Wechselrichter hat normalerweise irgendwie so eine Betriebsspannung, ab wann er dann anfängt, Strom zu erzeugen. Und auch so eine maximale Eingangsspannung. Und das müsst ihr immer berücksichtigen, weil das solltet ihr auf keinen Fall überschreiten, weil dann kann es passieren, dass sich entweder der Wechselrichter abschaltet oder dass es den im Worst Case, wenn ihr da zu viel Spannung drauf haut, dass es den komplett zerschießt. Andersrum, bei einer Parallelschaltung ist es nicht ganz so dramatisch, weil die Stromstärken, die die beiden Panels erzeugen, die addieren sich. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von meinem AP Systems Wechselrichter nehmen, der kann an jedem Solareingang 20 Ampere aufnehmen, theoretisch. Und wenn ich jetzt hier meine Jollywood Panels habe, die fast 11 Ampere schaffen können, das hätte ich, also wenn beide Panels in der Sonne stehen und ihre maximale Leistung erbringen, dann hätten wir rund 22 Ampere. In der Parallelschaltung ist es nicht ganz so dramatisch, weil der Wechselrichter ist quasi ein Verbraucher und der zieht sich nur so und so viel Ampere, wie er denn kann. Das, was dann über ist, das wird dann, ich weiß gar nicht, in welcher Form das dann tatsächlich abgeht, ob das dann mit Abwärme abgegeben wird oder sowas. Auf jeden Fall ist es das nicht ganz so dramatisch wie mit der Spannung, wenn sie die Betriebsspannung übersteigt. Das ist jetzt nur mal so grob vereinzelt dargestellt. Und ganz wichtig ist, also wenn ihr ein Balkonkraftwerk schaltet, dann solltet ihr die vermutlich parallel schalten. Dann habt ihr auch nicht so das Problem, wenn irgendwie Verschattung ist oder sowas. Bei den großen Solaranlagen sind die in der Regel eigentlich immer, also die größeren Stränge immer in Reihe geschaltet und so addieren sich dann quasi die Spannung auf. Aber das ist jetzt für das Balkonkraftwerk erstmal irrelevant. Also merken, primär versuchen die Dinger parallel zu schalten. So, und den Vorteil hat es jetzt zum Beispiel, aktuell habe ich zum Beispiel alle meine Solarpanels mehr oder weniger Richtung Süden ausgerichtet. Das wäre dann zum Beispiel dieses Beispiel hier. Das hat dann zur Folge, irgendwann kommt die Sonne hier drauf und dann fangen die Panels an,
Strom zu erzeugen. Und was dann passieren würde, wir würden dann quasi die Stromstärken von beiden Panels miteinander addieren und dann, das ist die Stromstärke, die in den Wechselrichter reingehen würde. Eine andere Konstellation, die ich auch mal hatte, ist dann, dass ich die nicht komplett nach Süden ausgerichtet habe, sondern nach Südosten und Südwesten. Das hat den Vorteil, man hat die über einen längeren Zeitraum Sonne, ne? Weil die Sonne kommt, geht einmal so ihre Runde und dann hat man früher zwar schon Saft von den Solarpanels, aber halt nicht, sag ich mal, diese extrem hohen Peaks. Unterm Strich müsst ihr einfach mal schauen, was sich für euch lohnt, weil es ist davon nicht immer davon abhängig, wie viel Schatten werfen die Nachbargebäude, Bäume, sonst was. Ne, kriege ich Osten überhaupt schon Sonne ab? Wie ist es, wann geht es? Habe ich am besten noch Sonne? Das müsst ihr euch individuell anschauen. Auf jeden Fall hat das immer den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel Ost-West habt, dann habt ihr nie das Problem, dass beide Panels auf einmal das Maximal an Strom reinhauen. Ne, weil wenn im Osten die Sonne aufgeht, dann kriegt nur die eine Seite erstmal viel Strom ab. Wenn ihr bifaziale Panels habt, kriegt die andere auch noch ein bisschen was ab. Aber wie gesagt, ihr lauft nie in das Problem rein, dass die maximale Stromstärke da erzeugt wird. Das hat den Vorteil, gerade wenn man zum Beispiel etwas schwächere Wechselrichter hat, die zum Beispiel nur irgendwie 13 Ampere schaffen, dass man dort nicht zu viel Strom verschwendet, sondern das einfach über den Tag hinweg verteilt. Wenn ihr die Konstellation habt, dass ihr viele Panels aufstellen wollt, dann empfehle ich euch, die Dinger wirklich zu verteilen in Form von Südwest, Südost oder Ost und West, weil dann könnt ihr wirklich das Maximum für Osten und das Maximum für Westen aufstellen. Und was ich zum Beispiel hatte, ich hatte auch eine Konstellation, ich hatte drei Panels angeschlossen, deswegen habe ich auch diese Dinger hier. Da war dann eins nach Osten, eins nach Süden und eins nach Westen. Die waren alle miteinander verbunden. Das kann man prinzipiell auch machen, wenn man den Platz dazu hat. Da kann man dann wirklich schauen, dass man das Maximum über den Tag hinweg rausholt. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt ein bisschen weitergeholfen und euch nicht zu sehr verwirrt. Falls doch noch Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Lasst uns das gerne hier klären. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Balkonkraftwerk und schreibt mir gerne mal unten drunter, wie viele Panels ihr jetzt aktuell an eurem Balkonkraftwerk angeschlossen habt. Schönen Tag noch, macht's gut, ciao, ciao.